Hallo zusammen, ich habe schon ein Video gemacht über diesen Kühlanhänger. Da habe ich gesagt, der Kondensator ist dreckig. Ich schäme mich für meinen Berufsstand. Ich als gelernter Kühlanlagenmonteur schaue das Teil an und sage, hier hat einer gebastelt. Oder es war ein besserwissender Besserwisser da. Das schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Ich habe unten den Generator, der läuft nicht. Das Teil läuft direkt auf 230 Volt. Und statt dem Deckel habe ich oben einen Karton gemacht. Erkläre ich euch zu einem späteren Zeitpunkt. Der Anhänger ist von Humbauer, aber das hat jetzt eigentlich nichts mit der Kühlung zu tun. Der ist gut, obwohl ich als Geschäftsführer von Barthau natürlich, soll es ein Barthau-Anhänger sein. Also ich bin nicht Geschäftsführer von Barthau Deutschland, sondern nur von Barthau Anhängerbau in der Schweiz. Wir gehen in die Höhe. Der Kunde sagt, er bringt die Leistung nicht. Wir sehen hier, er hat jetzt 11,5 Grad. Er geht sogar wieder hoch. Ja, das ist eigentlich falsch. Ich habe hier eine Temperatur von 3,2 Grad Celsius. Das sage ich euch später, warum das so ist. Tendenz sinken. Original ist diese Haube dran und die habe ich jetzt ersetzt durch einen Karton. Der Karton habe ich hier und wenn ich das so hochdrehe, dann seht ihr warum. Und ich habe hier immer noch meinen Thermometer mit 3,3 Grad und der geht hier auf diese Leitung. Und ihr seht, die Leitung vereist, ich habe hier die Sonne ein bisschen isoliert und der Kompressor, wenn man den anfasst, ja, ist der kühl. Der war auch nicht angeschraubt, da mache ich einen Link in ein anderes Video. Aber wenn hier diese Leitung vereist, dann kühlt er nicht. Ich mache jetzt den Deckel wieder drauf, weil sonst kriegt er hier keine Luft und zieht die Luft hier an und geht durch den Ventilator und der Wärmetauscher wird nicht gekühlt. Ich habe jetzt ausgesteckt und wir haben ja eigentlich ein Kompressorkühlsystem. Ist der Kompressor, dann geht es durch einen Wärmetauscher mit Lamellen. So hoch und runter und so quer mit einem Ventilator. Dann geht es in einen Filtertrockner, dann ins Kapillarrohr und dann, ich sag mal pauschal, ein Kühlelement minus hier und so rein. Wenn ich hier an dieser Stelle eine Temperaturmess von minus 3,3 Grad bei einer Raumtemperatur von plus 10 Grad oder plus 11 Grad habe ich in diesem System zu viel Kältemittel drin. Oder das Einspritzventil ist kaputt. Wir haben hier aber eine Kapillarrohreinspritzung, das heißt, der Kapillarrohr verändert sich nicht, das ist immer dasselbe. Ist immer selbe Länge, selbe Dicke. Und dann spritzt das hier immer die gleiche Menge ein. Und dann kühlt es nicht hier, sondern das kühlt hier hinten in den Kompressor. Und wenn dieser Kompressor natürlich gekühlt wird, und der sitzt ja außerhalb, macht das keinen Sinn, weil dann habe ich die Kälteleistung hier auf dem Kompressor und nicht hier auf dem Kühlelement. Und durch das habe ich zu wenig Leistung. Wir können jetzt hier das Manometer anhängen, dann sehe ich sogar, was für eine Temperatur ich auf dem Kühlsystem habe. Ich habe jetzt hier das Manometer angehängt und hier wieder, er hat eine Einschaltverzögerung, dieser Kompressor. Und ihr seht hier, ich habe 14,6 Grad, wie schnell das diese Temperatur runtergeht. Jetzt habe ich schon 10,7 Grad. Jetzt kann ich auch auf dem Manometer kann ich die Kältemitteltemperatur nachschauen oder auch feststellen, dass zum Beispiel falsches Kältemittel drin ist.
Das Manometer sagt jetzt aus, dass ich im Kühlelement eine Temperatur von minus 6 Grad habe. Da kann ich nicht kühlen bei 6 Grad. So ein kleiner Kühler innen drin, schauen wir nachher an. Also das heißt, ich muss mit der Temperatur runter. Das ist ganz einfach, ich muss hier im Kühlelement kühlen, innen drin und nicht auf dem Kompressor draußen. Das heißt, ich muss jetzt hier Kältemittel absaugen, dass ich hier diese Temperatur nicht mehr erreiche. 10 Grad auf der Leitung, das wäre okay, plus 10 Grad, aber nicht die minus 3 Grad bei plus 10 Grad Innentemperatur. Wir sehen uns den Kühler hier von innen her an. Also so ein kleines Kühlelement für so einen großen Kühler. Es funktioniert, wie er funktioniert. Ja, ich werde jetzt das Kältemittel absaugen oder ablassen, weil irgendeiner hat zu viel eingefüllt. Also hier nochmals mein Berufsstand. Einer, der hier zu viel Kältemittel einfüllt, das ist ein Bastler oder ein besserwissender Besserwisser. Oder auf Griechisch heißt das auch Idiot. Ich lasse jetzt Kältemittel ab und dann wird das Teil kühlen ohne Probleme. Ich habe hier ein Video gemacht. Über das Kondensatorreinigen. Da habe ich euch auch gezeigt, genau bei diesem Anhänger, dass der Kompressor nicht mal angeschraubt war. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.